In diesem Vortrag werde ich etwas über die Parallelisierung von Programmen sagen und dazu einige Programmierkonzepte erläutern. Und zwar werde ich den Semaphor erklären. Ein Semaphor ist ein thread-sicherer Zähler, dessen Ziel ist es, Ressourcen zu beschränken. Und zwar initialisiere ich diesen Zähler mit einem Startwert und ich kann hochzählen und runterzählen. Das Runterzählen nennt sich P, passere oder passieren auf Deutsch. Es erniedrigt den Zähler und wenn der Zähler aber schon 0 ist, dann wird er nicht weiter erniedrigt, sondern dann werde ich in eine Warteschlange eingetragen. Das heißt, ich habe jetzt einen Semaphor, er sagt, es dürfen 3 Leute in diesen Semaphor eintreten. 3 Leute können eintreten, da zählt der Semaphor runter von 3, 2, 1, 0. Und derjenige, der bei der 0 eintreten will, der kann nicht eintreten, sondern wird in eine Warteschlange gesteckt. Die 3 Threads, die jetzt im Semaphor drin sind, die können mit V verlaten oder auf Deutsch verlassen, wieder rausgehen, erhöhen damit den Zähler, beziehungsweise falls noch jemand in der Warteschlange ist. Also wenn der Zähler 0 ist, dann wird noch ein weiterer Thread aufgeweckt, damit er den Semaphor betreten kann. Was kann man damit machen? Nun ja, zum Beispiel das Consumer-Producer-Problem lösen. In Semaphor 1 speichere ich, wie viele Elemente noch produziert werden können, also wie viel Platz ich noch für die Ablage von Daten habe. Und in Semaphor 2 speichere ich, wie viele Daten gerade verfügbar sind zum Auslesen. Der Producer wird zuerst sich ein Element reservieren, was er bearbeiten darf, mit sem1.p. Das heißt, sem1 wird jetzt auf 0 runtergezählt, während dessen Thread 2 sem2 eigentlich passieren will, aber das sem2 hat den Zähler auf 0 und deshalb wird er bloß in die Warteschlange gesteckt. Derweile rechnet Thread 1 weiter, produziert sein Element, legt es im Speicher ab und ruft sem2.v auf. Dadurch wird der sem2 hochgezählt und mein Thread 2 wird aufgeweckt. Währenddessen versucht Thread 1 in Semaphor 1 einzudringen, schafft es aber nicht, da dieser gerade auf Zählwert 0 ist. Thread 2 rechnet weiter, holt sich das Element, verarbeitet das Element und gibt anschließend Semaphor 1 frei, wodurch das Ganze weitergehen kann. Das heißt, immer abwechselnd Semaphor 1 und Semaphor 2 sind dran, der eine produziert, der andere verarbeitet. Ein anderes, wenn wir jetzt mehr als ein Element verarbeiten wollen, also gewisse Parallelität hineinbringen wollen, dann können wir dazu einen Ringbuffer benutzen. Bei einem Ringbuffer werden alle Indizes modulo n gerechnet. Ich habe eine Leseposition und eine Schreibposition und wenn ich lesen will, prüfe ich zuerst, ob sich die Katze in den Schwanz gebissen hat, das heißt, ob Lesepositionen und Schreibpositionen übereinander liegen. Wenn das nicht der Fall ist, darf ich lesen. Ich lese an der Leseposition und erhöhe diese anschließend. Und die Schreibposition, wenn ich schreiben will, muss ich aufpassen, dass ich nicht die Runde rum bin und mein erstes zu lesendes Element wieder überschreibe. Anschließend schreibe ich an die Position und erhöhe die Schreibeposition. Dadurch kann ich immer im Kreis herumlaufen. Und die Kontrolle, ob Leseposition ungleich Schreibposition, die ließe sich auch genauso gut durch Semaphore abzählen. Dadurch kann der eine Thread die ganze Zeit produzieren und ein paar andere Threads können die ganze Zeit die Runde rumlesen. Je nachdem, wie die Lastbalance ist, kann ich so und so viele Threads fürs Lesen und so viele Threads fürs Schreiben engagieren. Eine andere Sache, die man mit Semaphoren machen kann, sind Synchronstarts.
Das heißt, ich habe zwei Semaphore, die mit 0 beginnen. Feld 1 und Feld 2 verlassen jeweils ihren Semaphor, also setzen dadurch den Zähler auf 1. Anschließend warten sie, dass der andere Fett seinen Zähler auf 1 hochgezählt hat, sodass also beide gleichzeitig starten und anschließend arbeiten beide. Nehmen wir mal an, Thread 1 wird eher fertig. Dann würde er sem1.v aufrufen, das heißt, sem1 ist jetzt wieder auf 1. Und sem2 will er passieren. Das geht aber nicht, da sem2 immer noch auf 0 ist, da nämlich Thread 2 noch arbeitet. Aber sobald Thread 2 fertig ist mit Arbeiten, geht er in sem2.v. Dadurch gibt er Thread 1 die Arbeit frei, weil er inzwischen auch fertig ist. Und im gleichen Zug kann er Semaphore 1 passieren, weil Thread 1 ihm das bereits erlaubt hat. Eine Anwendung ist zum Beispiel die Frameratenkontrolle von GWX. Das heißt, ich habe zwei Threads. Der eine macht beim Arbeiten eine Warteaktion und der andere Thread rechnet das Frame aus und dadurch dauert jedes Frame mindestens so viel Millisekunden, wie die Mindestframerate garantiert, die Maximalframerate garantiert. Ja. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.